Belgrad im März 2011. Vor 20 Jahren versank Jugoslawien im Krieg. Während Slowenien, Kroatien und Bosnien längst in Europa angekommen sind, galt Serbien lange als Täterland, als hoffnungsloser Fall. Wie reflektieren serbische Schriftsteller die eigene Geschichte? Gemeinsam mit dem Schriftsteller Wladimir Pištalo begebe ich mich auf eine literarische Spurensuche. Tadum, tadum, tadum. Das erste Programm von Radio Belgrad übertrug den Herzschlag des Marschalls von Jugoslawien, Josip Broz Tito. Als es still wurde, sagte Bane, so hört sich Geschichte an. Mit dem Tod Titos beginnt Wladimir Pištalos Roman Millennium in Belgrad. Während Tausende auf Belgrads Straßen und Millionen am Fernseher Abschied nehmen von Tito und seinem Vielvölkerstaat, trinken ein paar Belgrader Kumpel Bier, hören New Wave und lachen über ihre Zukunft. Warum beginnt Ihr Roman mit dem Tod Titos? Es war einer der surrealsten Momente meines Lebens. In den Straßen Belgrads zu sein, auf all diese Leute zu warten, die kommen würden, um den toten Tito zu sehen. Es herrschte absolute Stille. Die Zeit stand still. Dann begann alles ernsthaft zusammenzubrechen. Pištalos Roman beschreibt, wie das Land und das Leben der Menschen bis zur Jahrtausendwende auseinanderbrach. Pištalo selbst lebt zwei Drittel des Jahres inzwischen im Ausland, wie viele serbische Schriftsteller. Mein Vater war der Direktor der Universitätsbibliothek in Sarajevo, die Franz Ferdinand besuchte, bevor er 1914 erschossen wurde und der Erste Weltkrieg ausbrach. Und dann war mein Vater in Sarajevo und seit Belgrad Sarajevo bombardierte, war es praktisch so, dass ich meinen Vater bombardierte. Gefragt, wie es in Jugoslawien zum Krieg kommen konnte, sage ich, jede einzelne Familie hatte mindestens einen aggressiven Faschisten im Wohnzimmer stehen, und das war der Fernseher. Vom Bildschirm aus wandte sich der personifizierte Irrsinn an die Einwohner Jugoslawiens und rief sie zum Krieg auf. In der Lyrik-Anthologie Eintrittskarte Ulasnika finde ich, was junge Autoren heute schreiben. In Semon, am Strand von Belgrad, treffe ich Milena Marković. Neben Theaterstücken und Drehbüchern schreibt sie vor allem Gedichte. Mein Kleiner, mein Sohn, den ich nicht geboren habe. Sei nicht böse, dass ich zu dir sage, mein Sohn. Du bist nicht mein Sohn. Gehorche mir, geh aus dieser Gegend, geh aus der Stadt, geh aus dem Land. Das ist ein schlechter Ort. Dort führen Großväter in durchlöcherten Anzügen ihre Enkel spazieren. Dort leben Väter, Kinder und Enkel in denselben Särgen, in großen Gebäuden. Dort warten sie ständig, dass ihr Leben beginnt. Glaub mir, ich weiß das. Ich warte auch ständig, dass mein Leben beginnt. Wenn du unter deiner Haut ein Trommelfeuer entfachen kannst und dann schreibst, besonders Gedichte, und es dann jemand liest und du ihm damit helfen kannst, weißt du, das ist das Geheimnis von Lyrik. In ihren Gedichten, Drehbüchern und Dramen geht es Milena Marković immer um verlorene Seelen. Ihre Theaterstücke und Filme werden überall in Europa gespielt. Ihre Helden sind ehemalige Soldaten und Minenarbeiter aus dem Osten Serbiens. Es ist eine Zeit der Veränderung. Und Tragödien sind ein gutes Mittel für Zeiten der Veränderung, weil alte Wertesysteme gehen und neue noch nicht vorhanden sind. Ich verlasse Belgrad und mache mich auf nach Pančevo. Seit die NATO 1999 die Ölraffinerie der Stadt bombardierte, leiden hier immer mehr Menschen an Krebs. Hier treffe ich Dragana Mladenovic. Ihr Gedichtband Verwandtschaft ist eine eindringliche serbisch-bosnische Familiengeschichte. Weit weg. Vom Vater her ein Verbrecher, von der Mutter her ein Opfer. Oh, wie ich den Balkan satt habe. Die Auseinandersetzungen, das Leugnen, die Kriege und Friedensschlüsse. Ich studiere die Landkarte. Noch wie viele Kilometer? New York, Sumatra, China, flüchten, weit weg. Wie weit noch? Es verfolgt mich. Im Buch werden zwei Helden besonders hervorgehoben. Auf der einen Seite ist es ein junger Mann, der sich entscheidet, diesen Kriegsverbrecher anzuzeigen, der die beiden Frauen geschwängert hat. Zum anderen ist es ein junges Mädchen, Bilja, die es nicht mehr aushalten kann, mit der ganzen Sache zu leben.
Wand, frag nicht, was dann passiert ist. Welche Erniedrigung, welcher Schmerz. Frag nicht, wie ich es bis nach Hause geschafft und was ich dann gemacht habe. Worüber nachgedacht. Mit der Wand gesprochen, fiebernd, unten blutig. Frag nicht. Zurück in Belgrad treffe ich Wladimir Pištalo wieder. Gemeinsam gehen wir zu der Lesung einer jungen Kroatin. Ivana Simic-Bodrosic stellt die serbische Ausgabe ihres Romans Hotel Zagorje vor. Eine Coming-of-Age-Geschichte eines bosnischen Flüchtlingskinds. Dass jetzt Kroaten in Serbien Romane über den Krieg vorstellen, ist mehr als ein Zeichen, dass sich trotz offener Wunden etwas verändert hat. Ich denke, dass meine Generation jetzt darüber sprechen möchte, was geschehen ist. Weil alles, was wir gesehen haben, uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Darum müssen wir darüber sprechen, diskutieren und schreiben. Irgendwann wird sich die junge Generation nicht mehr fragen, ob sie die Heimat lieber verlassen sollte. Gehen oder bleiben? Wollte er fort, war Belgrad eine fürchterliche Stadt voller Barbaren, die sich Knochen durch die Nase steckten. Wollte er bleiben, erschien Amerika als Schreckgespenst. Ein geschichtsloses Land, in dem jeder Dritte übergewichtig war und die Politiker wie Walrösser grinsten. Er sagte, da will ich nicht hin, da singen sie andere Lieder. Eins, zwei, drei.